Und damit sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Super Mario 64 oder auf Sächsisch Super Mario 64. Ne? So. Und ich hab euch ja gesagt, ich will erstmal gucken, dass ich den Metal Mario finde. Und ich glaube, ich weiß auch, wo der ist. Mir ist nämlich eingefallen. Ich weiß, ich dachte, das war der Giftmülldingens, aber ich glaube, ich weiß, wo ist. Da müssen wir aber wieder runter. Runter über der Nähe, wir müssen sogar in den Keller. In den Keller müssen wir. Elf, die Jungen, wenn es mal in den Keller aufnehmen läuft. Ich gucke bloß mal nicht, dass hier das... Entschuldigung, wisst ihr, das ist ja manchmal so, man vergisst das ja. Und dann guckt man und man denkt, oh nee, und warum, und ich aber, und du, und ich muss mal, und ich weiß es nie. So, jetzt aber... Ab in den Keller und ich weiß, glaube ich, wo der war, wenn mich nicht alles täuscht. Wir hatten ja, das ist ja ein Hinweis schon gewesen, dass wir in der Welt, in diesem Keller-Welt-Dingens, ihr wisst schon, wo Nessie ist, da so ein giftiges Labyrinth hatten. Hey, Kleiner, ne? Ich will dich ja nicht ärgern. Ah, ne, warte mal, das war ja gar nicht hier. Dass wir da so ein Gift-Ding hatten, wo, so ein... Ja, Kasche, wo du drauf oder drunter springst, damit du den Metal Mario nutzen kannst, oder? Das war ein Hinweis, also muss das hier in der Welt sein. Und das ist ja auch schon so eine Metal-Flüssigkeit, ne? Das sieht ja... Und da haben wir auch schon wenig Sterne. Und das sieht ja aus wie der T-1000 aus Terminator 2. Zeig ich auch. Ah, hab ich gesehen erst. Ein neues Terminator-Spiel ist raus, Leute. Ein Terminator-Spiel. Und kein Kack-Spiel, sondern... Ne? Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Weil es handelt, es hat die Lizenzen nicht für die neuen Terminator, für Terminator hier, wie ist der vierte Teil, ach, ich weiß nicht, oder der dritte Teil und diesen ganzen Scheiß. Da die Zukunft, was ist denn los heute? Ich gerade quatsch zu viel? Egal. Die Lizenzen nicht, sondern es hat nur die Lizenzen für den ersten und zweiten Teil. Und mir gefallen ja da diese düsteren Zukunftsvisionen. Also, das ist ja so geil umgesetzt. Und nebenbei muss ich sagen, ich bin ja Fan, also mein Lieblingsteil ist immer noch der erste Teil. Hat zwar so einen Low-Budget-Look, aber diese eiskalte Tötungsmaschine ohne Emotionen. Ich finde das Knorke, muss ich sagen. Und so soll das soll ja in diesen 2028, jetzt habe ich, das weiß ich nicht mehr ganz genau, spielen. Also würde ich sagen, Bombe. Und wahrscheinlich, weil wir nähern uns ja langsam dem Ende von Observer. Und ich denke mal, Ditte wird dann der nächste Singleplayer-Dingensbummens. Ich bin mal gespannt, wie sauer. Da ist schon wieder der Metal-Dingens. Auf der Suche nach dem Metal Mario. So, Nessie, ich glaube, wir müssen hier. Da ist es doch, oder? Ja, wo ist das denn? Ach, da hinten die Metalltür könnte es sein, weil wir kommen ja nur mit Nessie dahin. Ach, und das können wir nur mit dem Metal Mario freischalten. Alles klar, tritralala. Ja, jedenfalls, wie gesagt, bin mein Lieblingsteil immer noch Teil 1. Höhlensee, rechts Titanenhöhle, links verlassene Mine geschlossen. Hier lebt ein Seemonster für. Führe auf seinen Rücken eine Stampfattacke aus, damit es den Kopf sinkt. Alles klar. Hey, Nessie, komm her, ich brauch dich nochmal. Kleine. Ich brauch dich nochmal, Hubbelbubbel. Komm her. Ja, bist schon ganz gut. Danke, Nessie. Lieb von dir, Kleine. So, wo sind wir denn hingeraten? Ich
Das sieht doch mädelmäßig aus, oder? Ist dies ein Mädel? Mädel, Leute, was sagt ihr dazu? Ist dies Mädel oder ist dies nicht Mädel? Sollen wir gleich mal erfahren, ob dies Mädel ist? Yeah! Herzlich willkommen! In diesem Kurs kannst du den grünen Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen grünen Blöcken Titankappen finden, die dich unbesiegbar machen. Bist du mit dieser Mütze ausgerüstet, kannst du unter Wasser laufen und brauchst nicht zu atmen. Metal Mario, würde ich sagen. Titanhöhle, rechts Wasserfall, links grüner Schalter. Ja, dann geh mal links erstmal. So, nee, gibt's auch noch 8 von den Dingen. Kannst du ohne einen Stern sammeln? Ich krieg die Krise. Du hast den grünen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Titankappe einsetzen und Unbesiegbarkeit erlangen. Jeder grüne Block beinhaltet eine dieser Münzen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Na, aber hier, komm. Sowas von. Alter, wenn jetzt hier. Ich sammle die um ein. Komm. Wir nehmen das gleich mal mit. Nein. Einer fehlt. Wo sind wir? Wo ist denn der da hin? Schau, wo ist denn der? Ich will die Sterne haben, komm. Oh, den war hier vergessen. Einer fehlt. Hä? Wo ist denn? Du verarsch mich nicht. Nein. Boah. Alter, weiter. Wir gucken erstmal hier drüben. Bitte. Irgendwie ist die Höhlenmusik beruhigend. Oder wo sollen die sein? Das ist ein bisschen fies. Ein einziger fehlt noch. Das ist bestimmt irgendwo versteckt. Oder einfach so drinnen.
Sollte das sein? Ich glaube, ich laufe nochmal die Runde. Ah, hier. Oh, ist das fies. Ist das fies. Ist das fies oder ist das fies? Schaffen wir es noch? Yeah. Here we go. Na, aber jetzt haben wir auch den Metal Mario geholt. Ich würde sagen, da tun wir gleich mal hier weitermachen und die Metal-Dinger-Aufgabe erfülle, bevor wir da wieder hochgehen, gell? Und uns mal die Ohren angucken. Laufe auf den Grund des Sees. Okay. Dann machen wir das mal. Naja, an Gewicht hat er wohl nicht zugelegt. Der kleine Terminator, der. Also ich muss an jedem Level 100 Münzen sammeln. Kokri Augenstern, du. Ich hab jetzt viel Leben. Ja, ne, waren wir bei Terminator, Endoskeletten, so ein Scheiß. Und kennt ihr diese Vision, wo dieses, ist ja, glaube ich, auch noch im zweiten Teil, wo mehr im ersten Teil geil gemacht, wo dieser HK über diese Totenschädel fährt und das so düster ist im Licht. Und ich habe ein paar Gameplay-Bilder von Terminator Renaissance, heißt das, ein relativ kleines polnisches Entwicklerteam. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist zwar ein Shooter, aber wenn man dort in diese... Ah, diese Nachtdinger und du kannst oder und ach, ich. Alter. Das wäre schon wie ein bisschen Knoke. So, ich brauch. Achso, ich bin ja bescheuert. Am Anfang war ja das, ne? Okay. Okay. Sorry. Am Anfang war ja die Metal-Mütze. Die Mädelmütze. Ton müssen wir mal zum Anfang zurück hier. Also nicht ganz am Anfang, sondern... Entschuldigung, da oben. Toise. Du. Au! Naja, geh doch, komm. Toys ist stehen. Au! Tor haben wir uns ein bisschen, ne? Mamma mia, aber diese lassen uns nicht, wir werden weitermachen. Und werden hier, komm, ja, Giftgrotte. Laufe auf den Grund des Sees, machen wir. So, ich nehme aber die Mädelmütze, komm. Coole Mucke. Okay. Dies haut Metal Mario auch ein bisschen um, aber tut nix an der Gesundheit abziehen, du. Blöb. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Ach Mensch, ich vergesse die Mittelmittel.
Was? Ich kann da auch was abgezogen bekommen. Ich denke, ich bin unbesiegbar. Ich lauf immer hier dagegen. Egal. So, Sprung weit. Boah. Alter, weiter. Here we go. Naja, ging doch. So, speichern und weiter. Heute machen wir eine Mädelrunde. Durch das Nebellabyrinth. Ne, dann machen wir das gleich. Machen wir, gehen wir ins Nebellabyrinth. Kann man da rein? Ja, da. So, dann gucken wir mal, wo wir ins Nebellabyrinth kommen. Nebellabyrinth-Eingang, rechts, links, schwarzes Loch, Aufzug. Standortpfeil, alles klar. Dann ab ins Labyrinth. Ja, dann fisch ich mal alles mit hier. Das ist ja fies. Oh nein! Fuck. Fuck, du musst ja drin noch ein Stern sein irgendwo. Der muss da ja noch versteckt sein, gell? In den grünen Blöcken im Labyrinth findest du die phänomenalen Titankappen. Trägst du diese Kappe, bist du unverwundbar und brauchst kurze Zeit nicht zu atmen. Das ist das einzige Problem, du kannst nicht schwimmen, wenn du trägst. Ist mir klar. Achtung, hüte dich vor den Nebelschwaden. Sie enthalten keinen Sauerstoff. Benutze die erhöhten Plattformen, um dich auszuruhen und einen sicheren Weg zu suchen. Auf der Karte sind Unterstände als Kreise dargestellt. Den Eingang erkennst du an den Pfeilen. Okay. Ja, und was gibt's jetzt hier Besonderes? Okay, da geht's wieder raus.
Also laufe ich jetzt Uhrzeigersinn und irgendwo muss ja was sein. Wo ich, wo ich hier irgendwas sammeln kann, oder? Das muss ja zu irgendwas gut sein, dieses Labyrinth. Aha. Hä? Oh, Leo erschreckt mich schon. Okay. Fährt er denn jetzt hin? Okay, wo sind wir denn? Wo, was? Ach, du grüne Neune, alles klar. Ach, jetzt sind wir hier oben. Okay, ist das ein Leben dort hinten, oder? Ja, wir gucken mal. Wir machen mal schnell Lucky Lucky und dann, oh ja, dann sind wir ja gut in der Zeit. Also wenn jetzt nichts schief geht, gell? Man soll ja immer den Abend vor den Tag nicht loben, gell? Wisst ihr ja, kennt ihr ja, ne? Das ist wie nachts ist kälter als draußen. Oh, Alter, jetzt habe ich auch einen Schreck gekriegt. Jetzt habe ich auch einen Schreck gekriegt. In Level. In Level, was wir dann eh wieder verlieren. Ach, fick die Hölle, ey. Oh, das wird nochmal spannend hier. Halt dich schön mittig, Meitige. Halt dich mittig. Halt dich schön mittig, Meitige. Halt dich mittig. Halt dich mittig und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jawohl. Here we go. Sind wir gut. Wir sind gut. Sehr gut sind wir. Speichern und weiter und damit würde ich sagen, war es wieder eine Folge von Let's Play di Mario 64. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like oder die Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klingelt an die Glöckchen. Und ansonsten wisst ihr, je Jahr. Gatte die Daut.